Vor 5 Jahren hat der Tsunami in Südostasien mehr als 220.000 Menschen in den Tod gerissen, darunter auch viele Deutsche. Eine Frau verliert ihren Mann und ihre beiden Söhne. Ein Mann verliert seine Frau und seine beiden Töchter und sieht sie nie mehr wieder. Dieser Mann und diese Frau, sie kennen sich beide nicht, aber ihr gemeinsames Schicksal führt sie zu einer ganz besonderen Liebesgeschichte zusammen, wie der Film von Wiebke Steinberg und Patricia Golisch zeigt. Schritte, die ihnen nicht leicht fallen. Billy Kramer und ihr Mann Michael Schäffer gehen nicht gern an den Strand von Phuket. Vor 5 Jahren haben beide hier durch den Tsunami ihre Familien verloren. Dennoch sind sie jetzt wieder nach Thailand zurückgekehrt. Sie sind hier, das spüre ich. Als ich jetzt wieder zurückgekehrt bin, ich habe das Gefühl gehabt, sie erwarten mich schon. Rückblick, Dezember 2004. Billy Kramer ist mit ihrem Mann Burkhard und den beiden Söhnen Mika und Henry auf Phuket in Thailand. Alle haben sich auf den Familienurlaub gefreut. Es war alles so harmonisch, so schön und man dachte, mein Gott, was für ein Glück, dass man eigentlich hier sein kann an Weihnachten, wo es dann doch in Deutschland so kalt ist. 50 Kilometer weiter in Khao Lak macht auch Michael Schäffer mit seiner Familie Urlaub. Der Nachrichtentechniker kommt mit seiner Frau Emanuela und den Mädchen Ellie und Patricia am 25. Dezember spätabends in Khao Lak an. Es war schon dunkel und wir waren glücklich, einfach da zu sein. Ich bin mit meiner kleinen Tochter noch kurz in den Pool gestiegen, war Vollmond. Ellie und Manuela haben zugeschaut, es war eigentlich nur schön. Am nächsten Morgen bebt im Indischen Ozean die Erde. Wir haben alle noch geschlafen und auf einmal sind die Gläser vom Kühlschrank runtergefallen auf der Minibar. Das Bett hat gewackelt. Und wir sind aufgewacht und wussten aber auch sofort, mein Mann hat gesagt, es ist ein Erdbeben. Trotzdem geht Burkhard Kramer mit den beiden Jungen runter an den Pool. Seine Frau will wenig später nachkommen. Dann bin ich noch in die Dusche gegangen und wie es halt bei einer Frau so ist, die einfach gern mal kurze Zeit für sich selber ist, wenn man 2 Söhne hat. Und dann habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Ich habe sie nie mehr gesehen, dann. Lebendig. Und dann habe ich ein furchtbares Geräusch gehört in der Dusche und bin nackt rausgestürmt auf den Balkon. Und ich sah keinen Pool mehr. Mit ungeheurer Wucht trifft der Tsunami auf die Küste Asiens. Die Wassermassen reißen alles mit sich. Menschen, die von der Flut erfasst werden, haben kaum eine Chance zu überleben. Auch Michael Schäffer, seine Frau und die beiden kleinen Töchter werden von der Welle mitgerissen. Als die Welle bei uns angekommen ist, gab es keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Ich dachte immer noch, dass ich mich irgendwie dagegen stützen könnte, gegen die Kraft von hinten, um aufzustehen. Aber es ging dann durch Wände, über Bäume, alles. Nur noch eine Hölle, ein Chaos. Ich habe nur geschrien, wo sind meine Kinder, wo sind meine Kinder? Wo seid ihr, wo seid ihr? Ich habe nichts gesehen, nur Wasser, Wasser, Wasser. Mehr als 220.000 Menschen sterben in den Fluten. Aus heiterem Himmel brach die Naturkatastrophe über sie herein. Aus dem Urlaubsparadies ist eine Hölle geworden. Billy Kramer will nicht wahrhaben, dass auch ihre Familie es nicht geschafft hat. Ich habe gewartet und ich habe mir gedacht, er wird mich schon gleich anrufen, wenn er ein Telefon in der Hand hat. Aber es hat niemand angerufen. Niemand. 4 Tage später,
Es ist Billy Kramers Geburtstag, werden ihr Mann Burkhard und ihre beiden Söhne Henry und Mika tot aufgefunden. Henry wurde 5. Der kleine Mika nur 4 Jahre alt. Auch Michael Schäffer kehrt allein nach Deutschland zurück. Er weiß nicht, was mit seiner Frau und den beiden Mädchen passiert ist. Jeden Tag hofft er auf eine Nachricht. Das war eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Diese Ungewissheit und die pragmatische Betrachtung, es gibt keine Chance. Und diese Hoffnung, jeden Abend, wenn ich eingeschlafen bin, habe ich mit ihnen gesprochen, habe gesagt, ihr habt mich doch nicht allein gelassen, ihr seid doch bei mir geblieben. Also das kann nicht sein, dass ihr weg seid. Ihr seid sicher irgendwo und ihr kommt, bis das dann vorbei war. Erst 5 Monate später, im Mai, werden Michael Schäffers Frau und die beiden Töchter gefunden und identifiziert. Ellie wurde 10 Jahre alt. Ihre kleine Schwester Patricia 8. Lange haben Billy Kramer und Michael Schäffer das Gefühl, dass sie es nicht schaffen werden, weiterzuleben. Bis sie sich kennenlernen. Wir beide haben dieses Leid erlebt und diesen Schmerz. Und niemand weiß, wie es ist, also der es nicht selber erlebt hat. Und das ist schön zu wissen, dass er weiß, dass er meinen Schmerz kennt. Irgendwann wird aus der Freundschaft Liebe. Vor 3 Jahren im Mai heiraten die beiden. Mit 45 Jahren wird Billy schließlich noch einmal schwanger. Sie bekommen eine Tochter. Die kleine Sienna ist nun 6 Monate alt. Sie ist so furchtbar lieb, so pflegeleicht, strahlt uns unentwegt an, als ob sie wüsste, dass es genau das ist, was die Eltern sich gewünscht haben, und das tut sie. Und sie sind eine riesige Stütze für uns. Auch wenn sie nun eine neue Familie haben, ist es Michael Schäffer und Billy Kramer wichtig, immer wieder zu ihren alten Familien zurückzukehren. Beide haben ihre Partner und Kinder in diesem thailändischen Tempel beerdigt. Auch wenn es sie viel Kraft kostet, so oft sie können, kommen sie hierher. Das ist der Ort, wo wir unseren 6 am schmerzlichsten, am nächsten sind. Hier sind sie eingeäschert worden, hier sind ihre Gebeine. Hier kann man weinen. Ja, und hier gehen wir jedes Mal noch ganz, ganz tief und eng zu ihnen zurück. Aber ihr Tod bedeutet wieder ein neues Leben. Und in einer gewissen Art ist Sienna dieses neue Leben, was wir weiterführen. Billy Kramer und Michael Schäffer. Beide haben ihre Familien verloren und ein neues Glück gefunden.